Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video und heute gibt es das Unboxing der Röder-Bestellung. Das sollte eigentlich schon letztes Silvester kommen, aber es kam halt erst im Januar. Ja, und deshalb lag das jetzt fast das ganze Jahr in meinem Keller und ich weiß selber nicht genau, was in den ganzen Kisten drin ist. Und ja, deshalb fangen wir jetzt einfach mal an auszupacken und ich kann mich an manche Sachen noch erinnern, die drin sein müssten. Und ja, ich habe das ganz am Anfang einmal ausgepackt, um zu gucken, ob alles dabei ist. Und ja, war glaube ich auch alles dabei. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, was hier drin ist. So, hier fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar sind das die Panda Defender Bombenrohre. Dann geht es weiter hier mit den Knallnachos von Pyroart. Dann hätten wir hier Mini-Simulator von Leslie, das sind diese kleinen Five-Batterien. Hier nochmal. Hier Crackling und Knall von Keller, das gibt es ja glaube ich bei Thomas Phillips für 66 Cent oder so. Dann hätten wir hier Vulkane von Pyro Giochi, 4 Stück. Weiter geht's hier mit Blink Vulkanen, ja, von Leslie. Dann hätten wir hier Leslie Superballer 2, eine Packung. Assorted Fountain. Hier hätten wir den Super Edna von Keller. Dreimal. Und weiter geht es hier mit einem weiteren Vulkan und zwar der Crackling Vulkan von Jorge. Also wirklich fettes Ding hier im Vergleich der Edna. Und das sind die Whistler Heulbatterien von Nico. Hier noch eine einzelne Packung Knallnachos. Dann sind das hier die Night Navigator von Leslie. Hier einen fetten Feuertopf Gold von Panda. Hier Super Color Fountains von Jorge. Richtig schöne Teile. Dann geht's weiter hier mit dem Hip-Hop-Jugendsortiment. Und als letztes hier in dieser Kiste hätten wir noch ein Böller-Sortiment von Weco, das Tomahawk. Hier mit A-Böllern, B-Böllern, Ladycracker, Superböller 1, D-Böller und Pyrocracker. So, dann machen wir direkt mal weiter mit dem zweiten Paket. Und dann nehme ich hier jetzt einfach das kleinste. Mal gucken, ob ich das jetzt direkt aufkriege. So, und hier sind zwei Batterien drin. Und zwar zweimal die böse Nachbarin von Leslie. So, und dann machen wir direkt mal mit dem dritten Paket weiter. Das ist so ziemlich das größte. So, und da ist einiges drin. Oha. So,
Verdammt. Kamera bleibt stehen. Mal einstellen. So, genau. Ja, fangen wir einfach mal oben an. Die Naughty Screamers von Leslie. Das sind hier so kleine Five-Raketen. Zweimal. Dann geht es weiter hier mit den Panda Mini-Raketen, auch zweimal. Dann hier die Fifi Five-Raketen von Pyro Art. Das sind auf jeden Fall so ziemlich die besten Five-Raketen, finde ich. Drei Packungen. So, hier wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass ich die mitbestellt habe. Skyrockets von Jorge. Dreimal. So, dann hier richtig fette Vögel. Die Riesenlibelle von... Sieht aus wie Pyroart. Ja, genau, ist Pyroart. Hätten wir hier nochmal Vögel von Keller. Und zwar Feuervogel. Die guten alten Thunder Kong Max. Und ja, dann hätten wir hier Geistertanz, das sind 40 Feuerwirbel in der Packung, auch von Pyro Art. Hier die Glanzpunkte von Pyro Art, kleine Klasse 1 Vulkane oder wurden die, ja genau, Klasse 1 ist das. Dann geht es weiter hier mit drei Kreiseln von Nico. Auch schöne Teile mal zum Testen. Die Sumsum Brummer Fliegervögel von Pyroart. Ja, genau. Dann hätten wir hier nochmal Kreisel und diesmal hier von Panda. Und dann geht es hier nochmal mit Thunder Kong weiter. Ich glaube, da müssten noch ein paar mehr Packungen sein. Also 2, 3 und 4. Also insgesamt 5 Packungen. Und hier, ich glaube, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Reiber von Nico. Also die Leute, die meine Videos manchmal gucken, die wissen vielleicht, dass ich die ganz gut finde. Ich hoffe mal, dass die genauso gut sind, weil die Packungen, die ich bisher hatte, waren für Reiber eigentlich immer sehr, sehr gut. Dann hätten wir hier die Space Sound Raketen von Keller. Auch kleine Five-Raketen. So, was sind das für Teile? Mama Mia von Leslie. Ich habe absolut keine Ahnung, was die machen. Müssen wir mal testen. So. Geht's hier weiter mit 1001 Silbertaler von Nico. Ist eine ganz schöne Fontäne. So, hier sind jetzt einige Einzelpackungen Böller. Hier China Böller D von Diamond. Nochmal. Also insgesamt 4 Packungen. Dann hätten wir hier noch ein paar Packungen von Leslie, der Böller. 4 Stück. Und noch ein paar Super Böller 2. Einmal von Leslie und zweimal von Diamond. So, und hier zum Testen Keller Reibkopfknaller. 30 Stück in der Packung. So, dann war das hier der Gratisartikel von letztem Jahr. Das sind die Vulkanics von Panda. So, dann hätten wir hier nochmal die Reibkopfknaller von Keller. Weiter geht es hier mit einer kleinen Batterie, und zwar die Orient von Jorge.
Dann hätten wir hier einen ganzen Stapel Panda Defender. So, und dann hätten wir hier, machen wir es hier weiter, eine fette Batterie von Leslie, die böse Schwester. So, und jetzt suche ich gerade das Messer, damit wir hier an diese Teile drankommen. Ich hab auch, so, hier ist das Messer. So, da sind Vulkane drin. Und zwar hier nochmal die Jorge Crackling Vulkane. Und hier ist auch noch eine Packung. Und hier, da sind zwei Jorge Color Vulkane drin. So, und dann wäre das dritte Paket auch schon fertig. Und dann holen wir noch mal schnell das letzte. So, das ist eine VE. Thunder Kong Power Pack VE 6er. So, man hört schon, da ist wieder ein schöner fetter Stahlkäfig drunter. So, und ja, dann werde ich das Ding mal aufmachen und dann melde ich mich zurück. Ja, Leute, der Käfig ist jetzt weg. Bevor ich das aber aufmache, muss ich noch kurz was zum Livestream sagen. Und im Ankündigungsvideo habe ich ja gesagt, dass der um 19 Uhr anfängt. Das hat sich aber geändert, der wird erst um 20 Uhr anfangen, weil ab 19 Uhr Silvester 2K noch einen Stream macht. Könnt ihr erst bei dem zugucken und ja, sobald der fertig ist, geht es dann bei uns mit dem Stream weiter. Und ja, machen wir das Ding hier mal auf. So. Und hier hätten wir sechsmal das Sortiment Thunder Kong Power Pack. So sieht das Ding aus. Also sechsmal war halt eine VE. Und ja, hier sind Headbanger-Raketen drin. Dann Whistling Thunder Kong, Thunder Kong Max und nochmal, und das müssten hier die Schocker sein. Sieht man gerade nicht irgendwie, aber ja, das müssen halt die Schocker sein. Und ja, drei verschiedene Bombenrohre und noch Knallraketen. Ist eigentlich ein sehr geiles Sortiment, wird auf jeden Fall noch ein Test zukommen. Und ja, dann war jetzt das soweit, das Unboxing. Und ja, ich baue da nochmal alles auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, das hier ist jetzt nochmal die Bestellung. Und mir ist gerade aufgefallen, dass hier bei dem Thunder Kong Power Pack, da soll ja eigentlich Whistling, Shocker und diese Max, die sollen ja da drin sein. Aber ich glaube, in einer Packung stimmt das und in allen anderen ist mal Shocker drin und mal Max, aber diese Whistling sind irgendwie gar nicht da drin. Keine Ahnung. Vielleicht weiß ja da einer was von euch. Ja, wird wahrscheinlich ein Herstellerfehler sein. Und ja, das ist soweit die Bestellung und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Morgen kommt wieder eine fette, fette Böller-Tour. Also da gibt es nochmal richtig viele Artikel. Und dann würde ich mal sagen, bis dann und haut rein.